und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Animationsfilms Die Addams Family, also wieder mal eine Ausgabe der Addams Family, die uns im Kino erwartet. Und diese hat sich der Stu für uns gegeben, der liebe Dom war so nett, ihm dazu ein paar Fragen zu stellen. Und daraus ist ein sehr fluffiges Gespräch entstanden, das müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Weiter geht's mit dem Film Easy Love. Hier haben sich Yoshi, aka Schlogger und der Max zusammengesetzt ins Internet quasi und über Easy Love gesprochen. Beide hatten die Gelegenheit, vorab einen Pressescreener zu sichten und haben hier für euch ja eben ein Doppel aufgezeichnet. Und zu guter Letzt gibt es noch die Besprechung zum Film Ich lebe schon lange hier, beziehungsweise nur lebe schon lange hier. Das ist ein neuer Heimatfilm aus Berlin, so viel weiß ich an der Stelle schon. Und diesen Film haben sich Eva und Berg angeguckt, haben den ausgiebig eben auseinandergenommen und ich glaube, beide haben auch einen gewissen Bezug zu Berlin. Ihr könnt sehr gespannt sein, wie sie diese Dokumentation fanden. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram, sowie beim YouTube-Upload könnt ihr eben genau dieses Feedback hinterlassen. Bitte bewertet uns auch, das ist wirklich wichtig und hilft uns, wenn ihr uns bei Apple Podcast, Fürth, Podcast.de, Facebook, Google, whatever, überall schön bewertet. Das ist immer total gut. Gern könnt ihr uns auch liken, sharen und also teilen heißt das, ist Englisch, ne? Macht das mal bitte, ist total gut. Weist auf uns hin, denn nur so kriegt der Telestammtisch neue Hörer und wir haben mehr Aufmerksamkeit und wir stehen total auf Aufmerksamkeit. Wisst ihr Bescheid, ne? Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Die Addams Family. Und ja, wie so oft habe ich den Film überhaupt nicht sehen können vorab, aber jemand ist heute bei mir, der ein großer Fan der klassischen Addams Family ist aus unserem Team und damit begrüße ich herzlich den Stu. Ja, ich grüße dich auch und danke, dass du dir Zeit genommen hast, um mich ein bisschen auszufragen. Ja. Der Film selber stammt aus diesem Jahr. Der Kinostart ist am 24. Oktober. Die Länge beträgt 88 Minuten und der Film ist ab 6 Jahren freigegeben und es ist ja die 3D-CGI-Animationsfilm-Variante der Addams Family. Und wir haben im Original einen durchaus, ja, nennen wir es, namhaften Voice-Cast. Dazu gehören unter anderem Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, wer auch immer das ist, Snoop Dogg, Bette Midler und Allison Jenny und alle anderen nochmal, aber ja, das übersehe ich jetzt. Ich würde schon sagen, wie groß ist dieser Voicecast? Ein Hoch auf die Copy und Paste Funktion. Ja, genau, ein Hoch auf die Copy und Paste Funktion. Ja, das bleibt drin hier. So. Ja, Butter bei die Fische. Du bist großer Fan der alten Barry Sonnenfeld Filme. Ja, so kurz zur Erklärung, ursprünglich stammen die Addams Family von einem Zeichner namens, wie passend, Charles Addams, der, glaube ich, so um 1930, 40, glaube ich, diese ersten Cartoons gezeichnet hat, die dann in der Zeitung The New Yorker erschienen sind. Daraus wurde dann eine Realserie gemacht, die lief 1964 bis 66. Mhm. Und das war so die Konkurrenzserie zu The Munsters, auch eine Serie, die ich sehr schätze und liebe. Mhm. Und obwohl die Addams Family immer im Schatten der Munsters standen, gab es dann Anfang der 90er einen Film von Barry Sonnenfeld mit Angelica Houston und Raul Julia und Christopher Lloyd, der da heißt Die Addams Family, der wurde dann 93 mit Addams Family in verrückter Tradition fortgesetzt. Zwei unglaublich gute Filme, die man sich heute auch noch ganz wunderbar angucken kann. Mhm. Und ja, es gab noch einen dritten Teil, der war Direct-to-DVD, den muss man nicht kennen, aber die ersten beiden Filme waren wirklich gut. Und jetzt hat sich halt MGM bzw. Universal ist sich gestattet, die Addams Family mit animationsmäßig wieder auf die Leinwand zu bringen. Ja. Ja. Ist nicht gut geworden. Ja, ich wollte schon sagen, man hört dir deine Begeisterung durchaus an. Ja. Ich habe mir den Trailer angesehen und ja, sag du es, du hast den Film gesehen. Also ganz kurz zur Handlung. Der Film steigt da ein und zwar in der Vergangenheit, wo Morticia und Gomez heiraten. Ich werde jetzt hier nicht noch mal die ganzen Addams Family Mitglieder aufzählen und erklären. Das könnt ihr ja gerne dann, guckt euch die Filme an, dann habt ihr die beste Erklärung dafür. Und die Hochzeitszeremonie wird aber arg unterbrochen durch irgendwelche Dorfbewohner, die diese sehr seltsame Familie nicht in der Nähe haben wollen. Da werden sie halt verjagt und die Addams Family trifft dann die Entscheidung, gut, wir suchen uns ein neues Domizil und werden fündig. Auf einem Hügel gibt es eine alte Irrenanstalt, die verlassen ist.
und dort ziehen sie ein. Und Jahre später, mittlerweile haben sie auch Kinder bekommen, ist es so, dass im Dorf neben ihnen quasi eine Art Moderatorin gerade ein Projekt startet. Das ist so eine Moderatorin von so einer Sendung, wie verschönert ihr Eigenheim. Mhm. Kennt man ja hier Tine Wittler und wie sie alle heißen. Ja. Und das stört halt einfach das Domizil der Addams Family. Es ist im Groben der Plot des Films, ja. Okay, hier. Was war deine Frage jetzt nochmal? Ja, man hört dir deine Begeisterung an. Das war meine Feststellung gerade eben. Ja, tatsächlich. Also ich kann schon mal sagen, was mich schon vorweg ein bisschen abgestoßen hat, ich mag das Figurendesign nicht. Ja. Weil ich finde, das Schöne an der Addams Family war, sie waren halt immer sehr grotesk und auch ein bisschen creepy und spooky und waren immer so der Gegenentwurf zur heilen Welt. Mhm. Ja, aber sie wirkten trotz allem auch immer ein bisschen, immer noch menschlich. Und ich finde, diese Addams Family wirkt halt zu keiner Zeit mehr menschlich. Gomez hat die ganze Zeit so einen grünen Hautton, er sieht aus, als wäre ein Zombie. Morticia, da ist die Nasenspitze so weit nach oben geschoben, dass sie aussieht wie ein Totenschädel. Mhm. Wednesday Addams, die Tochter, hat Zöpfe, die aussehen wie Galgenstricke. Paxley, der Sohn, hat so Blumenkohlohren, als wäre irgendwie ein MMA-Fighter. Das wirkt alles sehr bemüht, damit auch jeder letzte Depp versteht, dass diese Familie halt ein bisschen eigenartig ist. Hm. Es ist, obwohl die Addams Family an sich schon ein sehr simples Konzept verfolgt, tut der Film wirklich alles, um dieses simple Konzept noch einmal zu vereinfachen. Oh weh. Und das geht einfach nicht besonders gut auf, wie ich finde. Ja, also ich habe mir den Trailer, wie gesagt, angesehen und ich bin echt irgendwie, also nicht schockiert, aber der Film sieht halt auch echt nicht up to date aus. Also das Figurendesign, da kann man ja noch drüber streiten, das muss man ja nicht mögen. Ich finde auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Eindruck, dass sie hier sehr auf den Zug von Hotel Transsilvanien aufspringen wollen. Tatsächlich, ja. So vom Artdesign her auch. Aber ich muss sagen, ich bin auch echt schockiert, wie unglaublich rudimentär manche Hintergründe aussehen. Also, das sieht echt nicht gut aus. Das sieht aus das sieht teilweise nicht mal aus wie ein Kinofilm, sondern eher wie eine Animationsserie von 2010 oder so. Das Problem ist halt einfach, ich hätte nichts dagegen, dass der Film halt animationstechnisch jetzt nicht mit Drachenzähmen leicht gemacht 3 oder den letzten Pixar-Film mithalten kann, wenn er halt eben dafür eine gute Geschichte erzählt. Mhm. Das tut er aber nicht. Dementsprechend fallen halt solche Makel nochmal ein bisschen mehr auf. Vor allem, weil diese Figuren auch teilweise so wirken, dass sie nicht zueinander passen. Also diese ganzen Figuren, wenn du die nebeneinander stellst, würdest du nicht auf die Idee kommen, dass die aus einem Film kommen. Also da fehlt die Homogenität so ein bisschen. Mm. Ich finde zum Beispiel, dass die Figur des Onkel Fester sieht total seltsam aus mit seiner komischen Rübennase und so. Aber gut, dass das Charakterdesign scheiße ist, habe ich schon erwähnt. Und zu den Hintergründen, ich habe dafür nicht ganz so den Blick wie du. Mm. Ja, aber auch mir ist aufgefallen, dass dieser Film halt wirklich vom technischen Aspekt her halt nicht mit den eben genannten Primus-Vertretern des Genres oder der Filmgattung Animationsfilm mithalten kann. Was schade ist, weil ich hatte mich schon auf den Film gefreut. Wie gesagt, ich bin Fan der Addams Family. Ich hatte gehofft, wenn der Film gut wird, dass er vielleicht auch ein Erfolg wird und dass halt so die Addams Family halt auch wieder mal eine Chance bekommt, auch fürs Studio ein paar Dollar zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut oder schlecht der jetzt in den USA angelaufen ist, wenn er schon dort angelaufen ist. Aber ich glaube kaum, dass der sich in der aktuellen Kinolandschaft wirklich behaupten kann. Also man muss ja, also jetzt nochmal zur Animation. Ich meine, die Hotel Transsilvanien-Filme, die können ja jetzt auch nicht unbedingt mithalten wie sowas wie Pixar, sage ich mal. Aber die machen durchaus auf hohem Niveau aus der Not eine Kunst. Ja. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, hier steht man sich selber im Weg tatsächlich, beziehungsweise, also dieses Figurendesign, das wirkt so übertrieben weird und es kann aber halt durch die Animationsqualität kann es einfach nicht überzeugen, doch zusätzlich. Ja, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt und das Schlimme ist halt auch, dass der Film von der Handlung her und auch halt von den Gags einfach bei mir zumindest nicht funktioniert hat. Und ich habe in der Presseaufführung gesehen, wo auch Kinder anwesend waren. Ich hatte auch das Gefühl, dass die lieben Kleinen da jetzt auch nicht unbedingt die beste Zeit ihres Lebens hatten, als sie den Film gesehen haben. Ja gut, das klingt sehr, sehr enttäuschend. Also vor allem, wenn man jetzt überlegt, also die Addams Family kenne ich persönlich gar nicht so gut. Ich kenne eher die Monsters.
Die habe ich sogar auf DVD tatsächlich. Ich auch. Kann ich nur empfehlen. Ja. Das ist eine wahnsinnig abgefahrene, schräge Serie, die auch, da kannst du mir sagen, was du willst, da haben sich die Simpsons auch ordentlich Stücke abgeschnitten. Definitiv, ja. Also zum Beispiel bei Fred Gwynne hier, ne, das übrigens ein kleines Kompliment an dich, Stu. Ich fand das wirklich großartig, dass du damals bei Friedhof der Kuscheltiere erwähnt hast, dass er das ist. Danke, danke. Also in dem Originalen. Ja, ja, ja. Weil der hat ja wirklich so ein creepy Face, ne? Also der ist ja wirklich so eine wandernde Geisterbahn gewesen, dieser Fred Gwynne. Also muss man auch sagen, dass Monsters und Addams Family schon so ein bisschen so die gleiche Schiene fahren, weil es geht in beiden Fällen um eine Familie, die andersartig ist, die man, wenn man sie sehen würde, halt definitiv glauben würde, dass wir sind halt Gestalten aus einem Horrorfilm, die aber dann intern ganz normal wie eine normale Familie sich eigentlich aufführen. Die Monsters noch wesentlich mehr als die Addams Family, also die sind noch ein bisschen schräger drauf und gar nicht richtig raffen, dass ihre Umwelt glaubt, dass sie irgendwelche halt ja Monster sind, ne, wie gesagt. Das ist immer so der Clou dieser beiden Serien. Und ich habe ein großes Problem mit dem Animationsfilm jetzt. Mhm. Der versucht so zwanghaft auf subversiv zu machen, dass er komplett übers Ziel hinausschießt. Ein schönes Beispiel ist, die Tochter Wednesday Addams will halt mal versuchen, wie es denn so ist, halt auf eine normale Schule zu gehen, weil sie zu Hause halt kein Heimunterricht, sondern Käfigunterricht hat. Ja. Klingt jetzt lustiger, als es dann im Film ist. Ja, glaube ich gerne. Und dann besucht sie diese Middle School, und diese Middle School heißt Assimilation Middle School, ja? Hm. Und das ist schon so on the nose aufgedrückt, sodass hier halt Gleichheit Trumpf ist. Also der Film fordert einen überhaupt gar nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen hier von wegen, ja gut, dann verstehen das Kinder, aber so doof sind Kinder auch nicht. Die verstehen das durchaus auch, vor allem weil der Film eine FSK-6-Freigabe hat. Also der ist jetzt nicht für die ganz Kleinen geeignet. Und der ganze Humor tut halt so, als wäre er unangepasst und rebellisch und anders, aber ist es halt nicht. Es gibt im ersten oder zweiten Film von Bobby Sonnenfeld gibt es eine sehr schöne Szene, in der Morticia so die Kleidersäcke ausmistet, ja? Mhm. Und dann geht sie halt die Säcke durch und dann so, Onkel Nicknacks Frühlingsgarderobe, Onkel Nicknacks Sommergarderobe, Onkel Nicknack. Ja? Und sowas hast du halt in dem Film gar nicht. Sowas traut sich der Film keinerzeit, weil die Filme, die ich halt wirklich als Referenzpunkt heranziehen muss, einfach sich getraut haben, auch wirklich mit Morbidität Humor zu erzeugen. Und das macht der Film hier gar nicht. Ja, die Barry Sonnenfeld-Filme, die sind sehr garstig schon tatsächlich, ne? Ja, also es gibt so einen Running Gag, den es schon seit den Ursprungscomics gibt, ist halt, dass Wednesday und Pugsley, also die jungen Kinder der Addams Family, sich gegenseitig immer bekriegen, aber jetzt nicht so, wie man es von Geschwistern kennt, von wegen, ich stell dir ein Bein oder ich klau dir das Pausenbrot, sondern dass die sich wirklich mit Messern, TNT und alten Maschinengewehren traktieren. Und im Film von Sonnenfeld gibt es eine schöne Szene, wo Christina Ricci, die ja wirklich blendend ist in dem Film, als Wednesday ihren Bruder Pugsley auf so einen elektrischen Stuhl setzt und er fragt dann, was spielen wir dann? Und kurz bevor sie den Schalter oben legt, sagt sie dann, wir spielen, gibt es einen Gott? Und das ist großartig. Auch wie es inszeniert ist. Ja. Und das fehlt halt wirklich bei diesem Animationsfilm. Es hat mich teilweise wirklich erbost, wie sehr der auf, oh, wir sind jetzt aber mal total anders und rebellisch tut, aber nichts wirklich abliefert in der Hinsicht. Es ist wirklich, also ich hatte das Gefühl, das ist so ein Feiglingsfilm. Mhm. So ein bisschen wie beim Sportunterricht, ja. Mhm. Derjenige, der, bevor man einen Brennball spielt, sagt so, ja, ich mach das, kein Problem, ich schaff das, gar kein Problem. Und wenn er an der Reihe ist, dann sagt so, ah, tut mir leid, mein ich hier ist nervt. Ah, ich muss leider passen. So wirkte Addams Family auf mich. Oder, nein, entschuldige bitte, der Film heißt im Deutschen The Addams Family. Ja. Kann denn zumindest, weil, also der macht ja schon durchaus Eindruck, kann denn der Voicecast, also hast du den Film im Deutschen oder im Englischen jetzt gesehen? Leider nur im Deutschen, und ich muss einmal loben, ich muss aber dann auch wieder tadeln. Mhm. Ich fand es sehr lobenswert, dass sie für den Film jetzt nicht irgendwelche YouTube-Stars herangekarrt haben, sondern wirklich die deutschen Synchronstimmen der jeweiligen Darsteller verpflichtet haben. Ja? Mhm. Problem ist, funktioniert auch nicht. Okay. Also Gomez zum Beispiel hat so einen ganz penetranten spanischen Akzent. Mhm. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Auch, also
Ich hätte ihn gerne in der Originalfassung gesehen, aber wenn du halt da irgendwie Kinder von 10 Jahren Alter da drin hast, ne, in der Pressaufführung, dann ist klar, dass die dir nicht in Englisch zeigen. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Voice Cast in der Originalfassung da noch irgendwas retten kann, weil schlechter Gag ist halt ein schlechter Gag. Aber ich fand's auf jeden Fall schön, dass sie nicht, wie gesagt, irgendwelche B-Promis dafür engagiert haben, sondern halt wirklich die Originalsprecher. Und ich nehme mal stark an, dass sie sich wahrscheinlich auch sehr bemüht haben, einen ähnlichen Tonus hinzukommen wie die Originalfassung. Und wenn Oscar Isaac im Original genauso spricht wie im Deutschen, dann glaube ich, dass es scheißegal ist, ob man den im Englischen oder im Deutschen guckt. Ich glaube, dass das kein guter Film ist. Das klingt sehr schade tatsächlich, weil man hätte ja was draus machen können. Ja, also es tut mir leid, sie springen da auf den Zug auf. Ich meine, die Hotel Transylvanien-Filme, die sind ja ganz schöne Erfolge immer noch. Ich nehme an, da wird auch noch ein 4. Teil folgen. Ja. Ja, wäre halt mal ganz schön gewesen, irgendwie doch was der übermächtigen Konkurrenz entgegenzusetzen. Ne? Also vor allem Universal hat ja eigentlich nicht viel so jetzt. Also klar, Illumination, was ist das jetzt hier eigentlich für ein Studio? Man muss dazu sagen, dass Universal den auch, glaube ich, nur in Europa rausbringt. In den USA kommt der wirklich über MGM. Ach, okay. Ah ja, MGM, die ja, stimmt, ja? Genau. Und ich habe da jetzt auch kein besonderes Logo entdecken können beim Film. Ich glaube wirklich, dass MGM den irgendwie selbst finanziert hat. So mit eigenen Animatoren, ich weiß es nicht genau. Okay. Aber wenn das ihr Versuch war, im Animationsbusiness Fuß zu fassen, dann, ja, tut mir leid. Das war nix. Ja, es ist schade tatsächlich, aber vielleicht, sieh es mal positiv, vielleicht kommen ja dann jetzt welche auf die Idee, sich die alten Filme nochmal anzusehen, die ja, also ich kenne die jetzt nicht so gut, aber ich kann mich bei Angelica Houston zum Beispiel daran erinnern, dass da irgendwie immer so ein Licht auf ihren Augen ist, glaube ich, ne? Oder irgendwie so, genau. so ganz merkwürdig. Ja. Genau, es sind halt diese Details, die auch dem Film halt fehlen, ja. Wenn Morticia halt in dem Animationsfilm aufwacht, dann zieht sie sich erstmal ihre komischen Latex-Boots mit einem Schraubenzieher nach, ja. Und Morticia hingegen in den Film von Louis Hornfeld, die schwebt halt wirklich durch die Szenerie. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich möchte diesen Cast jetzt nicht dafür verwenden, hier Addams Family, also die Neuverfilmung, schlecht zu machen. Ich möchte diesen Cast eher dafür nutzen, den Leuten nochmal bewusst zu machen, guckt euch diese beiden Filme von 91 und 93 an. Mhm. Die ist, glaube ich, mittlerweile auch, zumindest einen davon, glaube ich, bei Netflix gibt. Und ja, beide sind großartig. Ich würde sogar sagen, dass der zweite Teil sogar ein Ticken besser ist als der erste. Und das kommt selten vor. Ich glaube, ich habe sogar nur den zweiten gesehen. Das ist doch der, wo der Onkel da irgendwie beziert wird, glaube ich. Ne, dieser Onkel Fester, gespielt von, der ist ja kaum da drin zu erkennen, Christopher Lloyd aus Zurück in die Zukunft. Genau. Das ist der zweite Teil, wo Wednesday und Pugsley auch in ein Sommerferiencamp geschickt werden. Ja. Ach, stimmt. Der Dings da, der Aufseher da, ist irgendwie auch, glaube ich, bekannt aus dem Mr. Bean-Film, wenn ich mich nicht irre oder sowas. Irgendwas war da. Gut, also wer es noch immer nicht verstanden hat, guckt euch die beiden Addams Family-Filme aus den 90ern an. Mhm. Die mit Raul Julia, der leider viel zu früh verstorben ist, Christopher Lloyd und Angelica Houston und Christina Ricci, tolle Filme. Machen echt Spaß. Ich bin ehrlich, ich werde mir heute Abend definitiv einen davon angucken. Also zumindest dafür war der Animationsfilm jetzt gut, dass ich jetzt nochmal Bock habe, die Filme zu gucken. Ja, ja, das ist so der El Camino des Animationsfilms. Ja, so kam es auch. Ja. Ja, es ist schon schade, weil ich sah es eigentlich durchaus als konsequent an, jetzt die Addams Family als Animationsfilm zurückzubringen, weil ja halt dieses weirde Figurendesign, das ist ja eigentlich Trumpf im Animationsbereich und dann natürlich auch die schnellen Bewegungen und dieses leicht Irreale. Aber ich muss halt sagen, also mir persönlich gefällt das Artdesign wirklich überhaupt nicht. Vor allem, du hast ja auch dich jetzt als Monsters-Fan geoutet, was ich jetzt schon mal super finde. Da können wir also in Zukunft viel über die Monsters auch reden. Wenn du den Monsters die Menschlichkeit nimmst, dann funktioniert die Serie halt nicht mehr. Ja. Und so funktioniert das ähnlich bei der Addams Family. Wenn du den das Menschliche nimmst, dann hast du dann nur irgendwelche creepy Typen, die versuchen, irgendwie lustig zu sein. Und das funktioniert einfach nicht. Na gut, ist natürlich. Die Monsters, ja, komm, die kann man auch nochmal empfehlen. Die sind. Definitiv. Ich habe es irgendwie geahnt, dass die Addams Family ein Trittbrettfahrer ist. All die Jahre. Ich wusste das nicht, jetzt weiß ich es. Dankeschön. Also, wobei man gesagt sein muss,
also die Addams Family war zuerst da, von diesen Comics her. Ach so, ja. Ja, aber ja, dann kam die Monster-Serie und dann kam halt die Realserie aus dem Jahre 64, die auch nur 2 Staffeln hielt. Mhm. Und die war nie so erfolgreich wie die Monsters. Deswegen war es auch immer ein bisschen seltsam, dass die Addams Family dann in den 90er Jahren halt einen Kinorückkehr spendiert bekommen haben und die Monsters halt nicht. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch spätere Monsters-Filme, wo also nicht mal die Originalbesetzung mit dabei ist, aber ob die so sehenswert sind, das wage ich zu bezweifeln. Es gab vor ein paar Jahren, gab es mal einen Versuch von Brian Fuller, der eigentlich nur dafür bekannt ist, dass er eher Projekte verlässt, als sie zu betreten. Ja, das stimmt. Da gab es nur einen Piloten mit Eddie Izzard als Opa, der eigentlich eine Fledermaus ist. Mockingbird Lane hieß das. Es kam aber so schlecht an, dass es nicht wirklich in Produktion ging. Tatsächlich sehr schade, weil ich hatte immer wenn ich die Monsters gesehen habe, habe ich so überlegt, was könnte ein Tim Burton da halt draus machen? Ja. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite, vielleicht hat er auch schon mit so Dark Shadows und so, hat er vielleicht auch schon ein bisschen Chancen in der Richtung verspielt. Gut, aber ich würde sagen, bevor wir hier noch zum Monsters Talk mutieren, ja, würde ich dich um dein Fazit bitten. Du, Fazit mache ich ganz kurz. Wer die Addams Family noch nicht kennt, bekommt mit The Addams Family einfach nur einen sehr hässlichen, nicht besonders komischen und nicht besonders kreativen Film, wo ich sage, der einzige Grund, sich den im Kino anzugucken, ist der, weil die lieben Kleinen für 90 Minuten irgendwie ruhig gestellt werden müssen und man Lust auf Popcorn hat. Und wer die Addams Family kennt und liebt, der sollte vielleicht, ich kann verstehen, dass man sich den Film angucken will, das kann ich durchaus verstehen, aber da würde ich empfehlen, wartet, bis der auf Blu-ray, DVD oder auf irgendeinem Streamingdienst läuft und guckt euch dafür lieber nochmal die alten Filme an. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon zum 80. Mal gesagt, aber das ist einfach so. Ja. Meine Bewertung, ich muss gestehen, ich pendelte jetzt schon ganze Zeit zwischen 1 und 2 Punkte. Und weil ich dann schon wirklich sehr enttäuscht bin, aber weil da auch ein bisschen so Fanherz blutet, was ja immer besonders wehtut, wenn dann die Erwartungen so katastrophal nicht erfüllt werden, gebe ich nicht 1 Punkt, ich gebe 1,5 Punkte. Okay, und? Und es tut mir in der Seele weh, das zu sagen, leider. Ich hätte mit Wonne dem Film 4 Punkte geben können, wenn er halt nur gut gewesen wäre. Und du bist so enttäuscht von dem Film, dass du jetzt nicht mal die Punkte in irgendwas Passendes verwandeln willst. Dann gebe ich 1,5 von 5 zerbrochenen Fanherzen. Oh, okay, das ist bitter. Ja, gut. Ja. Stu, vielen Dank für deine Meinung, für deine Zeit. Danke dir. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht, beziehungsweise wenn ihr euch vielleicht auf den Film freut. Der läuft ab dem 24.10. in den deutschen Kinos. Ja, dann sind wir soweit durch. Stu, willst du unsere gemeinsame Eigenwerbung kurz übernehmen? Nö. Nein? Ja, okay. Mach ich. Den Dominik und mich findet ihr neben dem Telestammtisch, wo wir haufenweise grandiose Podcast-Kritiken gemacht haben oder Podcast-Filmkritiken gemacht haben, findet ihr uns auch bei Movie Break. Geil. Da machen wir Specials, Top-Listen, Filmkritiken und auch Podcasts. Kommt gerne mal vorbei. Genau. Guck, kommt gerne vorbei. Verliebt euch in Movie Break. Es lohnt sich. Wir sind noch frei. Wir sind noch zu haben. Ja, gut. Alles klar. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hallo, hier ist Johanna Baumann. Und wer bist du? Hallo, hier ist der Maximilian. Hallo, Maximilian. Hallo, schön, dich mal kennenzulernen. Ja, stimmt, dich auch kennenzulernen. Sorry, jetzt unterbrechen wir uns dauernd, aber klappt bestimmt gleich. Und wir besprechen heute den Film Easy Love. Genau. Also ich mache kurz die Daten über den Film. Easy Love wird am 24. Oktober anlaufen, ist 1,5 Stunden lang vom Regisseur Tamer Yandali, wenn man den so ausspricht hoffentlich. Ja, glaub schon. Ist eine Dokumentation/Fiktion, also so ein Mischmasch, aber da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Und hat ein paar sexuelle Szenen, deswegen weiß ich nicht genau, wie viele Jahren. Auch doch ab 16 ist er genau, wegen den paar intimen Sexszenen, die man sieht. Ja. Genau. Ja, genau. Ja. Ja, und die Handlung ist ja eigentlich auch relativ simpel. Im Grunde genommen begleitet der Film eine Handvoll Männer und Frauen durch die Stadt Köln, die im Grunde genommen versuchen, ihre Träume, Hoffnungen, Wünsche rund um das Thema Sexualität und
Liebe zu erfüllen. Und wie du ja schon angedeutet hast, der Film ist da einigermaßen experimentell geraten. Er verwischt irgendwie dauerhaft die Grenzen zwischen Fiktion und Dokumentation, sodass man sich da gerade am Anfang sehr schwierig reinfindet, weil man am Anfang auf jeden Fall den Eindruck hat, dass es eine Reportage ist. Und dann geht er aber doch irgendwie immer stärker in so eine Kunstfilmrichtung von der Art, aber kommt trotzdem immer wieder auch zu diesen Reportagenelementen zurück. Genau, wir haben ja am Anfang haben wir direkt Frontalkamera, wo die Kamera interviewt die Protagonisten und die Schauspieler, also die spielen auch sich selbst, sie heißen auch genau so zumindest ihre Rollen und da werden sie eben gefragt über ihre Wünsche und alles und was sie sich so auf ihr Liebesleben bezogen vorstellen, wie du sagtest. Genau. Und dann kommt eben der Wandel und dann wird's eher in Anführungsstrichen der Film, der die Leute halt verfolgt. Also es ist geskriptet auf jeden Fall, aber trotzdem versucht er so ein bisschen, so wie die Reality, wie heißen denn die Shows? So Scripted Reality, ja, genau. Aber eben nicht so assi. Ja. Also genau, überhaupt nicht assi. Ja. Ja, das trifft es ganz gut. Jetzt würde mich interessieren, wie hat dir denn der Film so im Allgemeinen gefallen? Also es ist ganz interessant, da reinzukommen und es sind ja schon sehr plakative Beispiele, die sich der Regisseur rausgesucht hat. Also wir haben ja zum Beispiel, also ich kann ja mal kurz drauf eingehen, wir haben so vier Stränge. Wir haben ein Mädel, das wieder nach Hause zu seiner Mutter zieht. Und das Besondere bei ihr ist, dass sie sich ihr Geld damit verdient, dass sie eben sich für Sex oder für Dates bezahlen lässt. Das ist die eine Geschichte. Dann haben wir die andere von zwei, da geht es um, ob man eine offene Beziehung haben möchte und aushält. Dann geht's um Sören, der fast 40 ist und eigentlich so die Frauen so verschleudert sozusagen und der dann eben an einen Punkt kommt in seinem Leben, wo er sich damit befassen muss, ob das noch alles so weitergehen kann. Und das vierte, eine lesbische Beziehung. Das sind die vier Haupt. Genau. Genau. Und da, die fanden eigentlich ganz interessant. Also, dass es da so moderne Themen waren. Und so gesehen hat mir der Film ganz gut gefallen. Ich fand es ganz schwierig bei Sophia, das ist die sich bezahlen lässt dafür. Die hat so schlecht gespielt, fand ich. Ja, fand ich auch. Ja, das war so krampfig am Ende da. Ich glaube, es wurde besser. Das war, glaube ich, die haben 4 Monate lang gedreht, aber am Anfang, das war echt so, oh Gott, hoffentlich ist es nicht die ganze Zeit so. Ja. Abgesehen davon fand ich es ganz gut, ja. Und du? Also ich muss zugeben, ich hatte meine Probleme mit dem Film, warum ich gerade auch lachen musste, als du von Scripted Reality gesprochen hast, weil auch wenn der Film sicherlich nicht assi ist, hatte ich teils schon das Gefühl, dass ich irgendwie so eine Folge Gute Zeiten und Schlechten Zeiten ansehe oder so. Ja, vielleicht auch wegen der Schauspieler, genau. Ja, genau. Und ich fand halt auch gerade dadurch, dass diese Typen von Beziehungen und Wünschen und Begierden so plakativ waren, hat das für mich irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Also es wirkte für mich stark aufgesetzt, gerade weil ich nicht das Gefühl hatte, dass der Film mir dazu jetzt noch irgendwie was Besonderes erzählen kann zu den Beziehungstypen. Ah ja, ja. Ich habe den Film als relativ eintönig und langweilig empfunden und hatte das Gefühl, das ist mehr so ein typischer anbiedernder Berlinale-Film, wo ja auch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, das erste Mal vorgeführt worden ist, der eben versucht, nur durch so moderne Beziehungstypen zu glänzen, dadurch, dass er sie praktisch überhaupt in seinem Film hat. Weil ansonsten, ich finde, er holt aus seiner Mischung aus Reportage und Fiktion nicht sonderlich viel raus. Also er versucht sich halt als sehr authentisch zu verkaufen, aber das brauche ich ja jetzt nicht mal unbedingt im Kino, dass der Film mir jetzt immer zeigt, das ist jetzt das Authentischste überhaupt. Das ist ja auch bei den Sexszenen so, die er versucht, sehr authentisch, auch mal mit kleinen Mängeln und sowas einzufangen. Aber das hat mir ehrlich gesagt einfach nicht wirklich was gegeben. Ja, ich könnte es eigentlich, also wahrscheinlich klang ich gerade sehr positiv, aber ich finde, du hast es genauso gesagt wie ich auch. Die hätten irgendwie noch sagen müssen, so habe ich es, glaube ich, auch gelesen, aber das hat der Film nicht rübergebracht, dass er sagt, ja, wir haben hier diese Menschen, die wir interviewen und jetzt machen wir ein Experiment. Es ist zwar ein bisschen geskriptet, aber wir lassen sie ihre Träume mal ausleben und gucken, was passiert. Also so, dass es wirklich ein Experiment ist, dass die einfach ins Extreme gehen können. Also zum Beispiel bei den zwei, die eine offene Beziehung haben. Da stellt sich heraus, dass sie gerne offene hätte, aber gar nicht damit umgehen kann, wenn er das Offene auslebt. Genau. Und war das jetzt wirklich so oder haben die das nur so getestet? Ich meine, man hat ja auch moralische Grenzen bei so einem Film, aber das wäre halt das Spannende gewesen, sie so es in irgendwelchen Grenzen von Fantasie und Fiktion das so ausleben zu lassen eher. Ja, genau. Das hätte ich auch deutlich interessanter gefunden. Weil auf dem Papier liest sich der Film, wie du ja gerade schon angedeutet hast, wahnsinnig interessant. Aber er fühlt sich dann halt doch mehr an wie so eine GZSZ-Folge für mich persönlich. Was sicherlich auch an dem schlechten Schauspiel liegt. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, der Vergleich. Ja. So schlimm ist es dann natürlich doch nicht. Nein, nur bei Sophia war es am Anfang. Das war das ging gar nicht. Genau, die was mit Sören, also der halt sich nicht binden kann, das ist auch super klischeehaft. Also wir können da bestimmt drüber, genau, dass er dann, meinst du, wir können darüber reden, was dann passiert?
Oder ist es zu spoilerisch? Ja, ich denke, bei dem Film macht das jetzt nicht wirklich was. Ich denke, das können wir machen. Ja, er trifft natürlich dann die eine Frau, die ihn sich alles seine Lebensart hinterfragen lässt. Und das schon, genau, wie du sagst, das wirkt sehr vorprogrammiert und nichts Neues auch so gesagt. Und da wäre ja zum Beispiel mal das Gegenteil interessant. Also wäre dann zum Beispiel mal interessant gewesen, genau solche Sachen auszulassen. Eben zu zeigen, nein, er möchte bei diesem Lebensziel bleiben und er trifft eben nicht die eine, die ihm da praktisch irgendwie zu einem Sinneswandel verhilft oder sowas. Es wäre ja auch eine Möglichkeit gegeben, gerade durch dieses Thema Realität versus Fiktion, hätte man ja auch ganz andere Wege einschlagen können. Aber das hast du ja im Grunde genommen auch schon gesagt, dass er das einfach nicht gut ausnutzt, der Film. Mhm. Ja. Ja, und ansonsten ästhetisch finde ich den jetzt auch nicht wahnsinnig spannend. Der hat ein paar schöne Aufnahmen, finde ich. Gerade wenn es um einzelne Sexszenen geht, finde ich die doch ganz gelungen. Mhm. Aber, ja, es hat halt, ich finde dieser Authentizitätswahn, der dem Kino generell nicht gut tut, der schlägt auch hier wieder ganz stark zu. Dieses, die Menschen so zeigen zu wollen, wie sie sind, weil ich glaube, so funktioniert Kino einfach nicht wirklich, wenn man die Person praktisch nicht wirklich aufarbeitet. Also ich glaube, sobald man irgendwie in die Fiktion übergeht, muss man sich Gedanken machen, wie werden Charaktere so, warum sind sie so, was wollen sie überhaupt? Und ich glaube, dieses reine Abbilden fühlt sich dann einfach über die 90 Minuten hinweg recht leer an. Also so ging es mir zumindest. Ja, oder wenn man auch das Gefühl hat, das soll die Realität darstellen, ja, dann jetzt zum Beispiel bei diesen Dates, die gekauft werden, ist das dann echt so gewesen? Haben die Freier wirklich, haben die sich wirklich so verhalten oder wurde das jetzt schön geschrieben, weil es spannender klingt, ja, wenn genau, das jetzt schon so real in Anführungsstrichen sein soll? Ja. Das, da wusste, weiß man ja gar nicht, soll ich das jetzt krass finden, weil wenn es nur irgendjemand geschrieben hat, dann ist es ja nicht krass sozusagen. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, ich muss zugeben, sehr viel mehr habe ich zu dem Film eigentlich auch gar nicht zu sagen. Also ich finde den, ich fand ihn ziemlich enttäuschend, weil ich mich eigentlich nach der Inhaltszusammenfassung relativ doll drauf gefreut habe. Aber wie gesagt, ich finde, da kommt inhaltlich wenig bei rum. Ich finde, es kommt ästhetisch wenig bei rum. Ich finde, er kriegt es nicht mal hin, so eine richtige Stimmung zu kreieren. Weil gerade, es gibt am Anfang des Filmes direkt so eine Reihe an Szenen, wie diese jungen Leute irgendwie durch die Stadt tummeln, Bier trinken, vor Konzerthallen stehen. Sowas gibt es irgendwie immer wieder. Und selbst das kam mir so vor, wie diese Zwischeneinspieler in diesen Reality-Shows, also scripted Reality-Shows, mhm, und wirkt halt auch so plakativ und klischeehaft, wie man sich das halt so vorstellt, so dieses, yo, nachts in der Großstadt sein. Ja, also, keine Ahnung, ich konnte mit dem Film wirklich sehr, sehr wenig anfangen. Ja, und es war auch, hat auch so einen frustrierten, klar, nicht jeder Film oder jede Doku muss positiv enden. Ja. Aber es war so frustriert auch am Ende, so ein schaler Geschmack am Ende des Films. Ja, ja. Genau. Ja, genau. Also dieser eine Satz, wo wir uns jetzt darauf einigen können, in der Beschreibung steht, die Kamera öffnet ihnen die Möglichkeit, ihre ungelebten Träume, Ängste und Fantasien zu verfolgen und sie letztendlich in der Realität zu erleben. So kamen wir beide ja wahrscheinlich auch auf die Erwartung, die wir dann davon hatten, die genau, nicht erfüllt wird. Genau, es ist einfach nur, es ist schon interessant, dass das echte Menschen sind, aber es fehlt dann ein bisschen so, ist es wirklich alles echt, was ich gerade auch schon angesprochen habe? Genau, ich wiederhole mich schon. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie viele Punkte würdest du ihm denn geben wollen? Also von 5, ich bin so ein zerstückelter Punktegeber. Spontan tendiere ich Richtung 2,75. Okay, na ich würde ihm, glaube ich, wenn wir in den Zerstückler sind, das habe ich noch nie versucht, aber ich versuche es jetzt einfach mal, in so ganz ausdifferenziertem Punktemaß zu rechnen. Ich glaube, ich würde ihm dann, also ich war so zwischen 1,5 und 2, mhm, ich würde ihm dann so 1,75 geben, weil ich weiß wirklich nicht, was ich an dem Film lobend hervorheben soll, außer dass die Idee auf dem Papier interessant klingt. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt mit dem Film die schlechteste Zeit meines Lebens hatte oder dass er mich so richtig geärgert hat, aber ich glaube, er hat mich einfach, er wirkte für mich einfach banal. Und das ist vielleicht den schlimmsten Vorwurf, den man einem Film machen kann, dass er keinen Eindruck hinterlässt. Also es ist, glaube ich, ein Film, den ich relativ schnell wieder vergessen habe. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Ja, na gut, ansonsten, also ich hätte eigentlich gar nichts mehr zu sagen zu dem Film. Ich weiß nicht, hast du noch was hinzuzufügen? Ich glaube auch nicht. Also ich glaube, wir haben das ganz gut beschrieben. Lest die Texte durch und dann macht euch bereit auf was vielleicht doch ganz Normales, wie es bisher auch schon gab öfter. Genau. Na gut, dann vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und viel Spaß euch noch beim Hören und ciao. Ja, danke dir auch, genau. Und bis zum nächsten Film dann. Tschüss. So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Mein Gegenüber brauche ich den regelmäßigen Hören vielleicht gar nicht mehr so näher bringen. Es ist die Eva. Hallo. Hallo Berg. Grüß dich. Ja, es geht heute um einen Dokumentarfilm und zwar mit dem Titel Lebe schon lange hier.
Was gibt's dazu zu sagen? Also erstmal die harten Fakten, ganz normal wie bei einem anderen Film noch. Das ist in Deutschland hier 24. Oktober 2019. Regisseur und Drehbuchautor und so weiter ist Sobo Svobodnik. Und der Film dauert, also die Doku dauert 1 Stunde 30 Minuten. So weit, so normal. Jetzt wieder zu dir und der Inhaltsangabe darum. Ja, es ist einfach ein Dokumentarfilm und zwar ein Heimatfilm, nennt er sich selbst. Und zwar eine Hommage an Berlin. Es spielt auch dort und zwar ganz begrenzt nur auf einer Kreuzung von Berlin. Und zwar gehört das zum Prenzlauer Berg. Es ist die Straße Zedenicker Straße, Ecke Gormann-Schoriner. Da ist eine große Kreuzung und der Regisseur hat das Ganze über ein Jahr gefilmt, nur an diesem Platz. Und er wohnt im dritten Stock und hat seine ganz eigene Sicht auf die Geschehnisse, die dort so tagtäglich abgehen, übers Jahr verteilt. Und man verfolgt während des Dokumentarfilms also die verschiedenen Begebenheiten, die dort eben passieren. Alles mehr oder weniger zufällige Sachen aus dem Alltag. Und mit dabei eben im Wandel die Jahreszeiten, verschiedene Verkehrslagen, alles, was so sein, sag ich mal, Detailblick dort aufnimmt. Ja, und da sind wir im Prinzip schon mittendrin, denn es geht bei so einem begrenzten Rahmen ja natürlich darum, was denn am Ende da gezeigt wird. Wie hast denn du das einfach empfunden, auf was er da so Wert legt, was er filmt, auf was er sich konzentriert und wie er das Ganze rüberbringt? Ich fand es ganz angenehm, diese Alltäglichkeiten und so ziemlich unaufgeregt über so eine gehypte Stadt wie Berlin zu berichten. Einfach so ein Alltagsleben zwischen Besonderheiten und Banalitäten. Ja, also ganz sachlich so dieser Blick auch zwischen innen und außen, privat und draußen. Also man hört zum Teil auch seinen Anrufbeantworter und irgendwelche Gedanken oder kurze Anekdoten aus seinem Alltag und kurzen Erlebnissen. Also es wird so eine ganz, also man kann sich die Stimmung dann selber aussuchen, ob man da sich reinsteigert oder ob man das dann zu banal findet. Ich fand, es gab ein paar ganz nette Momente und die so ein Großstadtleben gut einfangen oder auch einfach so ein, ja, in dem Kiez, wo es vielleicht dann so eine gewisse Dörflichkeit und Alltäglichkeit entwickelt. Aber es ist jetzt, man muss Lust drauf haben. Also das ist jetzt kein Unterhaltungsfilm in dem Sinne. Da gebe ich dir absolut recht. Ich bin ein bisschen drauf aufmerksam geworden. Ich habe mir den Trailer angeschaut und man muss eben sagen, das hat man bis jetzt noch gar nicht erwähnt, dass das Ganze also in Schwarz-Weiß gefilmt ist und mit, sage ich mal, eigensinnlicher Musik, die irgendwo so zwischen Jazz, ein bisschen punkig so daherkommt, also so irgendwie so ein bisschen leicht und das Ganze rhythmisch dazu geschnitten ist, was man da so sieht. Also diese Alltäglichkeit, die du erwähnt hast, in Verbindung mit dieser leicht künstlerischen Musik, schafft so ein eigenes Porträt, wie du schon gesagt hast. Und ergänzt wird das eben mit diesen kleinen Soundeffekten aus der Wohnung, die man so da mitbekommt. Und deswegen hat das Ganze so einen leicht künstlerischen Anstrich. Ich fand das auch ganz gut, dass die Musikrichtung eigentlich immer so gewechselt hat, also die Stimmung. Es war zum Teil, wie es so empfunden, so ein bisschen wie aus Amelie, aus Fabelhafter Welt der Amelie, die Musik, wo es ja auch so beobachtende Sequenzen gibt und so dieses von aus dem Fenster schon, also von innen nach außen schauen und sich ausgeschlossen fühlen oder so vielleicht. Also das fand ich ganz schön, das, oder auch ganz witzig gemacht, dass man sich eigentlich dann die Stimmung immer so aussuchen kann und immer die Musik oder die eigene Stimmung total, die Empfindung und die Wahrnehmung natürlich beeinflusst, wie man jetzt, durch welches Licht man die Stadt quasi sieht und es damit so gespielt wird, dass das immer so hin und her geht und es eigentlich halt nicht eine Stimmung gibt, in der man die Stadt sieht, sondern das eben im Endeffekt total auf einen selber ankommt. Also das fand ich mit der Musik ganz schön dargestellt, so für mich. Genau, aber ansonsten habe ich selten so eine undramatische Doku gesehen. Also auch mal ein ganz, ganz spannend, also ja, mutiges Projekt eigentlich. Man fragt sich ja, wenn man das so hört, okay, wir filmen jetzt ein Jahr lang eine Kreuzung und haben das dann im Prinzip mit verschiedener Musik, ob das denn spannend ist über 90 Minuten hinweg. Und ich muss sagen, ich war skeptisch, muss aber gestehen, ich finde, das hat funktioniert. Also gerade wie du schon sagst, es wechselt zwischen verschiedenen Stimmungen, die musikalische Untermalung ist sehr unterschiedlich über die Lauflänge.
Und man muss auch sagen, der Mann wohnt dort im dritten Stock, hat also einen guten Blick auf diese wirklich große Kreuzung und versucht echt jeden Winkel, den er von seinem Fenster aus sehen kann, dort einzufangen. Und das hat er auch gemacht und hat auch wirklich so wirklich kleine, interessante Sachen entdeckt. Ja, angefangen halt auch bei dieser Katze, die er immer mal filmt. Filme mit Katzen mitspielen können ja schon mal nicht so schlecht sein. Das finde ich eben auch, ja. Und die ist auch immer auch mit cooler musikalischer Begleitung eingefangen. Das macht es schon mal sehr, sehr interessant. Und ich finde auch, dieser durchaus voyeuristische Aspekt ist ganz gut eingefangen. Denn er hat auch immer mal Leute, die er filmt. Und man denkt sich als Zuschauer selber, was denken die gerade? Was haben die vor? Und das Ganze wird recht unkommentiert, manchmal kommentiert. Dann so wie auf frischer Tat ertappt gefilmt. Das fand ich ganz witzig. Also es gibt da so einen alten Mann, der da irgendwie zwischen Autos rumschleicht und immer irgendwelche Sachen auf den Boden legt. Das erschließt sich nicht so ganz immer. Also das ist schon interessant. Und er hat das auch selber gesagt, der Regisseur, als es um den Film ging in einem Interview, dass er dort schon 10 Jahre gewohnt hat, bevor er überhaupt die Idee hatte, diesen Film zu machen. Und sich selber oft dabei ertappt hat, wie er eben diesen Blick 1000 Mal schon genossen hat und das gewechselt hat zwischen mal so kurz ein paar Sekunden und eben auch mal eine Stunde oder länger, die er am Fenster saß. Und das fängt der Film eigentlich ganz gut ein. Mhm. Ja, wie so alte Leute oder irgendwie, die so aus dem Fenster schauen und halt auch das Alltagsleben und Straßenleben von außen beobachten, sieht man ja auch oft. Mal die Perspektive zu haben, ganz gut. Und es kommen ja echt, wie es eben so ist, eigentlich selten alte Leute vor, beziehungsweise ich hatte immer das Gefühl, die haben so ein bisschen, wir sind so ein bisschen auf der Suche, was sie da eigentlich machen. Aber ich, weil schon am Anfang habe ich schon noch ein bisschen auf eine Handlung gewartet, aber ich, im Endeffekt ist es ein meditativer Film, also sehr zum Entspannen und irgendwie Gedanken laufen lassen irgendwie einfach und ja, von da. Und eingebettet in so einen Jahresrhythmus auch. Also was ich echt ganz witzig fand, wo also Special Effects dann reinkommen, wo es weihnachtet und alle Leute kreuz und quer rennen, alle verschiedensten mit verschiedensten Sorten von Weihnachtsbäumen. Jeder so den Baum, der zu ihm passt. Und das fand ich ganz schön. Das auf jeden Fall. Und neben dem, dass es so ein meditativer Alltagseffekt hat, ist ja auch, dass es so ein Zeitdokument ist, denn der Film wurde ja gedreht zwischen 2013 und 2014, wenn ich das richtig erkannt habe. Ja, und deswegen, das ist ja schon eine Weile her, jetzt schreiben wir das Jahr 2019, dass man sieht immer mal so Plakate an der Plakatwand, die irgendwas bewerben und Geschäfte, die dann mal da sind und dann mal im Laufe der Zeit eben zugemacht haben, das kann man alles so dann ein bisschen verfolgen. Ja, ich fand auch diese Banalität echt ganz wohltuend, also so, dass man da einfach seinen Senf oder seine Sahne irgendwie zufügen kann, je nach Laune. Und so Alltäglichkeiten, mit denen man konfrontiert wird, einfach unkommentiert ja, so wirken können. Auch irgendwie eine Neujahrsansprache der Kanzlerin oder so. Das war sehr passend. Genau. Ja. Aber ich glaube viel mehr, also im Jahreszeitenrhythmus, das bettet den Film so ein. Genau, also viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Es ist vor allen Dingen die Machart, die das Ganze dann irgendwie besonders macht. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, geben wir mal jeder unser persönliches Kurzfazit und ich würde dir einfach mal einen Vortritt dabei lassen. Ja, also man muss sich eben auf eine sehr simple Erzählweise einstellen und kriegt nicht viel Action, wenn man so Straßenmilieus oder irgendwie so Straßenszenen genießen kann und einfach oder Lust auf Meditieren hat, dann kann man sich den sehr gern anschauen. Ich bereue es jetzt auch nicht, aber es ist jetzt kein großer Wissens- oder sonst was Gewinn, was man da hat. Einfach so ein esoterisches Hinfühlen vielleicht oder auf welche Ecke man das auch immer schieben will. Ich würde einfach mal 2,5 Punkte geben von 5. Okay, sehr schön. Mir ging es ganz ähnlich mit dem Film. Man muss sich darauf einstellen, dass man also wirklich die Banalität des Alltags zu sehen bekommt, aber das Ganze wird eben sowohl mit unterschiedlichsten musikalischen Untermalungen als auch mit Soundelementen aus seiner eigenen Wohnung, aus seinem eigenen Alltag untermalt und auch
ich sag mal jetzt konterkariert zusammengesetzt. Das heißt also, das, was in seiner Wohnung an Geräuschelementen ist, ob das jetzt der Anrufbeantworter ist oder dass er eben nur sich ein Glas zu trinken eingießt oder irgendein Gespräch aus dem Fernseher aufnimmt, das wird zusammengestellt mit dem, was man sieht und auch so geschnitten, dass das was Neues daraus entsteht. Und das fand ich interessant. Das ist auch ein künstlerischer Anspruch irgendwie, der rübergekommen ist für mich, der für mich allerdings an manchen Stellen etwas zu viel ist. Also es gibt immer mal von einem Sprecher so Off-Kommentare, die so ein bisschen für mich pseudophilosophisch angemutet haben. Muss man mögen. Die ich nicht ganz so passend fand, die ich etwas aufgesetzt empfunden habe. Aber insgesamt hat mir das gut gefallen. Man kann sich das gerne mal angucken, wenn man diese kleine voyeuristische Ader hat und diesen Blick fürs Detail im Banalen oder im Alltäglichen. Und ich würde dem Film einfach mal 3 von 5 geben. Mhm. Hat mir eigentlich gefallen. Okay. Dann kommen wir schon zum Ende, oder? So machen wir es. Also, so machen wir das. Ich verabschiede mich von dir, liebe Eva. Ebenso. Hat Spaß gemacht. War unser Debüt zusammen. Richtig. Und wir werden uns bestimmt mal wieder treffen im Telestammtisch. Ja, gerne. Bis dann. Na, bis dahin. Tschüss. Und tschüss an die Zuhörer. Ciao.